Morgen. Herr Stadtfelder, guten Morgen. Hallo. Schmidt, mein Name. Meiner auch. Scheint so ein Sammelbegriff zu sein. Also, das jedenfalls scheint schon mal geklärt zu sein. Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt war aber nicht nach Stolberg gekommen, um mit Oberbürgermeister Marcel Schmidt, derer bei der Namensgebung, zu diskutieren. Vielmehr wollte Schmidt, also der Minister, wissen, wie sich denn die große Kreisstadt in den letzten Jahren entwickelt hat. Wohin sind Fördergelder geflossen, die den Bereich Regionalentwicklung betreffen? Schmidt und Schmidt unternahmen deshalb eine Art Schnitzeljagd durch die Stadt. Hin zu Orten und Plätzen, wo sich echt etwas getan hat. Von den 6,2 Milliarden Euro, die in den letzten Jahrzehnten in die Städte und Gemeinden des Freistaates geflossen sind, hat Stolberg ein gutes Stück des Kuchens abbekommen. Über 40 Millionen Euro stellten EU, Bund und Land zur Verfügung. Stationen der Rundreise sind unter anderem das Quartiersmanagement im Hufelandgebiet, gleich neben dem Kreiskrankenhaus, der alte Schlachthof, der zu einer Kulturstätte der besonderen Art geworden ist, oder auch der Kulturbahnhof, der über diverse Bund-Länder-Programme finanziert wurde. Doch so einfach, wie es oft aussehe, sei es nicht mit den Fördermitteln, betont der Minister. Sachsen ist ein Land der Städte. Wir haben auf die Fläche bezogen die meisten Städte in ganz Deutschland, also über 160 Städte gibt es in Sachsen. Und allerdings fördertechnisch gibt es dann Kulissen, die man dann definiert, wo ist denn die Förderung des ländlichen Raums angesiedelt und wo ist Städtebau und Stadtentwicklung. Die Grenze sind 5000 Einwohner, die da gezogen wird. Und wie Sie wissen, ist ja in unserem Ministerium beides jetzt zusammengeführt worden vor knapp 3 Jahren, um das auch übergreifend zu denken. Und ich denke, das ist auch ein guter Ansatz. Finanziert wird das alles aus verschiedensten Töpfen. Natürlich bei den Kommunen geht das los. Das Land beteiligt sich, der Bund beteiligt sich und auch die EU beteiligt sich. Und so muss man auch die verschiedenen Förderprogramme sehen. Und kofinanziert natürlich auch, ja. Denn die Kofinanzierung. Gerade deshalb habe man Stolberg diesmal ausgewählt. Zwischen mittelgroß und klein, 11.000 Einwohner, die höchste Industriearbeitsdichte in Sachsen hat die ganze Region. Und sie habe sie auch geprägt. Inklusive Wandlungsprozessen, die notwendig waren, um zu bestehen. Impulse und Initiativen dafür müssen aber vor Ort entwickelt werden. Und da sei Stolberg ganz vorn dran, so der Minister. Im Bürgergarten, einst ein renommiertes Hotel und Kulturhaus, hält das Schmidteinander inne. Unvorstellbar, dass die meisten Überlegungen einst fast ausschließlich in Richtung Abriss tendierten. Zu schlecht war die Bausubstanz. Doch mit 5 Millionen Euro, natürlich auch mit 80% hoch gefördert, wurde es wieder zum ersten Haus am Platze. Und hoch droben über der Stadt thront die Stahlburg, besser bekannt als Schloss Honeck oder volkstümlich Frauenknast. Hier wird noch immer gebaut. Das Areal selbst zeigt sich aber schon jetzt sauberer, strukturierter. Viele Objekte wurden Opfer der Abrissbagger. Gedenk- und Kulturstätte ist der wichtige Rest zugleich, erinnert an das Dasein als politische Haftanstalt für Frauen, ist aber auch Sitz der Wissensausstellung Phänomenia und Spielstätte des Kindertheaters Buratino. Mit Fördermitteln von Bund, Land und EU ist das Areal Stahlburg Honeck entstanden. 27 Millionen Euro kostet der Umbau. Dennoch muss ein Drittel die Stadt selbst stemmen. Hier sollen Bund und Land noch mehr unterstützen, meint OB Schmidt. Denn die Fördermittel gibt es fürs Bauen und nicht für den Betrieb. Und gerade das sei eine nationale Aufgabe. So müsse, das ist die Ansage von Schmidt an Schmidt, auch dazu dringend überlegt werden.